Kann man nicht meckern, verehrte Zuschauer. Kann man einfach nicht meckern. Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute kommt wieder was Extravagantes. Und zwar machen wir heute den Ombak unter den Fitnessgerichten, verehrte Zuschauer. Die Älteren unter euch können mit dem Begriff Ombak was anfangen. Die Jüngeren, glaube ich, eher weniger. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war Ombak ein Lieblingsfilm von mir, also in meiner Jugendzeit. Dieses Gericht hier erinnert mich extrem an Ombak, weil ich mich danach wie Ombak fühle. Versteht ihr, wie ich meine? Power ohne Ende, hat Wumms. Wir machen heute einen Klassiker, Leute. Und zwar machen wir gebratene Reis mit Hähnchen. Original, wie vom Asiaten. Wenn nicht sogar noch besser. Garantiert noch besser. Ich habe das jetzt schon die ganzen Wochen gemacht selber. Das heißt, ich habe schon selbst so ein gewisses Gefühl, wie man das macht. Also eine gute Schritt-für-Schritt-Anleitung. Kriegt jeder hin, 100%. Und glaube mir, du wirst das essen, wenn du das machst und das nächste Mal beim Asiaten bestellst, da einmal 14a bitte, du wirst dir denken, ich bestelle nicht mehr vom Asiaten so. Ehrlich, weil das wird dir 10-mal besser schmecken. Ich würde mal sagen, ich zeige euch mal die Zutaten und dann legen wir einfach mal auf entspannt los. 200 Gramm gekochten Jasminreis. Meiner Meinung nach passt am besten zu diesem Rezept Jasminreis. Den habe ich ungefähr vor 3-4 Stunden gekocht. Der ist mittlerweile auch kalt. Es gibt auch Leute, die sagen, man muss es einen Tag vorher kochen und dann über Nacht im Kühlschrank. Kann man natürlich auch machen, aber ist kein Muss. Kann man auch so machen irgendwie, dann lässt man das ein bisschen abkühlen und kann man schon benutzen. Wie habe ich das Ganze hier zubereitet, Leute? Ganz einfach, als erstes habe ich den Reis gewaschen. Diesmal etwas anders als sonst und zwar mit einer sogenannten Reiswaschschüssel. Freunde, sensationell, sage ich euch. Noch einfacher als sonst gewaschen. Hat mir sehr gefallen, Leute. Dann habe ich den Reis in den Reiskocher gegeben, Wasser dazu gegeben, etwas Salz, die Turbo-Funktion angewählt. Nach 20 Minuten circa sah der Reis so aus. Ich habe hier einmal 300 Gramm Hähnchenbrust, Sojasauce, einen Teelöffel Maisstärke, zwei Eier, eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, etwas Salz. Das hier ist Austernsoße. Findet ihr im Supermarkt, ist kein Problem, Austernsoße. Schmeckt richtig lecker würzig, Leute. Kann ich euch nur empfehlen. Mungobohnensprossen, Sesamöl und gefrorene Erbsen. Das erste, was wir machen, Leute, wir marinieren hier unsere Hähnchenbrust. Zwei Esslöffel Sojasauce und Maisstärke. Das Ganze verquirlen wir so ein bisschen zusammen. Soll ich euch sagen, warum ich Maisstärke reinmache? Damit es schön weich wird. Ehrlich, das wird dann so zart, das Hähnchen. Könnt ihr selber mal ausprobieren. Wenn ihr keine Maisstärke habt, ich glaube, mit Backpulver geht es auch. Jetzt kommt der nächste Streich, Leute. Wir nehmen die zwei Eier und machen sie in eine Schüssel und quirlen die schön zusammen. Als nächstes Zwiebeln und Knoblauch, Leute. Das machen wir im Turbo-Modus hier. So, Zwiebeln geschnitten, Leute. Als nächstes machen wir ein bisschen Öl in die Pfanne, braten das Hähnchen mit den Zwiebeln hier an. Easy. Jeder kommt mit, oder? Einfach. Zwiebeln und Knoblauch rein in die Pfanne. Die Hähnchen auch gleich mit rein. So, Leute, jetzt drehen wir das Ganze. Guckt euch mal die Bräune an. Hier, warte, das seht ihr das schön. Einmal drehen hier nach so 3 Minuten, schön braun. Mit Zwiebeln, Knoblauch das Ganze angebraten. Erstmal das Braten, circa 6 Minuten. 3 Minuten von der einen, 3 Minuten von der anderen Seite. Dann ist Hähnchen durch. Nicht länger, weil sonst wird es zu trocken, Leute. So, die Hähnchenbrust erstmal hier hin, in so ein Schälchen mit den Zwiebeln und diesem. Wenn so ein paar Zwiebelstückchen auch drin bleiben, es ist nicht schlimm, Leute. Warum? Weil die Eier jetzt da noch reinkommen. Dann kriegen die Eier auch noch mal so einen Touch von Zwiebeln. Guckt einfach auf entspannt. Machen wir jetzt die Eier noch rein. So. Ich habe vergessen, die Eier zu salzen. Mache ich jetzt im Nachhinein, okay? Nur, dass ihr wisst, Eier, bisschen salzen. Bisschen Pfeffer. Die brauchen nicht lang. 2-3 Minuten. Ne? Schön hier, ihr habt ihr die Zwiebeln, nehmt die mit. Das wird geil schmecken, Leute. Ich zeige euch nur schöne Sachen, ihr wisst es. Guck, schon fertig.
kurz mal hinlegen. Ja? Wir nehmen Sesamöl, wir machen es hier in die Pfanne. Zack, so ein guter Schuss. Jetzt kippen wir den Reis hier rein. Den Reis einfach hier rein. Dann machen wir hier den Reis. Jetzt kommt wichtig, jetzt ist wichtig. Das ist ein Teelöffel Austernsoße. Machen wir rein. Ja? Ein Teelöffel Austernsoße. Zwei Esslöffel Sojasauce, Leute. So. Gut vermischen alles. Das heißt ja nicht umsonst gebratener Reis. Wir braten sozusagen unseren Reis an, Leute. Schöne Geschichte. Jetzt geben wir Ei und Hähnchen rein. Zack. Gut vermischen das Ganze, Leute. Die Hitze könnt ihr schon mal ausmachen. Mungobohnensprossen. Und die Erbsen, tiefgefroren, könnt ihr ruhig reinmachen. Kein Problem. Und das Ganze vermischen wir jetzt. Check ab, Mann. Dann nimmt den Deckel und macht den einfach drauf. Lässt es noch auf der heißen Platte nochmal so circa 4-5 Minuten. Und dann fertig. Könnt ihr genießen, verehrte Zuschauer. Das sieht doch nach was aus, verehrte Zuschauer. Das muss man schon ganz klar sagen. Natürlich probiere ich das Ganze für euch. Aber ich weiß, dass es krass schmeckt, weil ich das in letzter Zeit schon sehr oft gekocht habe. 100% qualitativ hochwertig. Ich probiere ganz schnell für euch. Hier, das, ein bisschen Hähnchen. Boah. Bombensalzgehalt, alles sensationell. Kann man nicht meckern, verehrte Zuschauer. Kann man einfach nicht meckern. Freunde, macht das mal genauso nach, wie ich euch das jetzt gerade gezeigt habe. Easy peasy. Ich schreibe euch selbstverständlich die Zutaten in die Videobeschreibung. Und auch die genauen Mengenangaben. Bitte haltet euch dran. Und dann wird das 100% stabil funktionieren, das Ganze. Alle Produkte, die ich hier von Reishunger benutzt habe, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr was von Reishunger benötigt, mit dem Rabattcode GustavReis spart ihr 10% auf euren gesamten Einkauf. Ab einem Bestellwert von 15 Euro kriegt ihr eine Erdnusssoße gratis dazu, verehrte Zuschauer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.